Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht's los mit so richtig großen Datentypen. Warum mit Arrays zuerst? Naja, weil ich die fürs nächste Video brauche, um euch irgendwas Vernünftiges zeigen zu können. Wir sind hier gerade im Blueprint von unserer intelligenten Türe drin, die auf Knopfdruck aufgeht. Die hatten wir uns die Male davor gebastelt. Das Ganze funktioniert über Blueprints und ja, wenn ihr noch mehr zu Variablen wissen wollt, dann würde ich euch vielleicht empfehlen, mal auf meinem Kanal zu gucken. Da gibt es eine Serie, nämlich Programmieren lernen, und da könnt ihr alle Informationen finden, die wir noch nicht alle hatten. Wir hatten hier zum Beispiel nur kurz besprochen, Integers sind Ganzzahlen zum Beispiel oder Floats sind Kommazahlen und dieses ganze Zeug. Da gibt es natürlich noch viel mehr Informationen darüber, zum Beispiel wie viele Werte kann ich in einem Integer zum Beispiel speichern. Da könnt ihr mal vorbeigucken, wenn ihr Bock habt, aber ansonsten reicht das eigentlich auch so für euch. So. Ich werde jetzt hier einfach eine neue Variable erstellen und das heutige Thema sind Arrays. Arrays sind sozusagen Sammlungen von anderen Datentypen. Und hier können wir jetzt auswählen, was wir gerne für einen Datentyp haben. Und das Ding ist leider schon ein Array, weil ich vorhin schon mal damit rumgespielt habe. Genau, wir haben jetzt hier einfach einen ganz normalen String. Sehen wir hier vorne, rosa bedeutet String. Und wenn wir jetzt hier hinten diesen Haken hier setzen, also wir markieren dieses Dings, dann sehen wir hier vorne ändert sich das Icon und hier ändert sich auch das Icon zu so einem neuen Kästchen-Teil. Also das bedeutet, wir haben ein Array aus Strings, nicht unbedingt 9 Strings, aber beliebig viele Strings. In ein Array passen nämlich mehr als ein String rein, nämlich zum Beispiel 1000 oder sowas. Und ja, die können wir zum Beispiel einfach mal benutzen. Das wollte ich eigentlich nicht aufklappen. Okay, was wir jetzt hiermit machen können, wir können das Ding zum Beispiel da reinziehen. Upsala. Und wir können damit auch einen Getter und einen Setter bauen. Also wir können das ganze Ding einfach mal getten. Das bedeutet, wir ziehen uns hier aus unserem Array Sachen raus. Also einzelne Werte, aber nicht, wir können, also wir ziehen uns erstmal alle Werte auf einmal, aber wir können nicht alle Werte auf einmal verarbeiten, es sei denn, hier eine spezielle Funktion nimmt das, aber normalerweise haben wir nur Funktionen, die einen einzelnen String benutzen, zum Beispiel nämlich, wenn wir was ausgeben wollen auf dem Bildschirm, dann nehmen wir oftmals print string, das ist normalerweise nur eine Funktion zum einfach mal gucken, wie es so aussieht, aber in unserem Fall passt das eigentlich ganz gut. So, und wir sehen hier, wir wollen einen String haben. So, wie machen wir das jetzt? Naja, wir können das Ding hier nicht reinpacken. Array of Strings is not compatible with String. Das bedeutet, dass sie sind nicht kompatibel. Außerdem brauchen wir hier ein Event. Ich werde mal den hier benutzen. Und nach dem Ausgeben soll dann die Rotation ausgeführt werden, die wir uns in den vergangenen Videos gebaut haben. Wir brauchen nur ein Event, damit das Ding irgendwohin gestartet wird. Mehr ist es nicht. So, ja, was machen wir? Wir können jetzt Folgendes machen. Wir wollen einen einzelnen String ausgeben. Und dazu gehen wir hierher und suchen uns irgendwas. Online In-App Purchase? Okay, nein, das hatte ich eigentlich nicht vor. Wir wollen jetzt hier aus unserem Array Sachen haben. So, und hier sehen wir jetzt, wenn wir unter Utilities und dann Array gehen, sehen wir speziell für Arrays eigene Funktionen. Ah, hier sind wir schon richtig. So, wichtige Funktionen, die ganz, ganz wichtigen, sind Add und Get. Also Add und Get und vielleicht noch Length und Last Index. Wie gesagt, Arrays sind sozusagen Sammlungen aus verschiedenen Datentypen. Sie sind Sammlungen von Strings in unserem Fall jetzt, je nachdem, was ihr hier für einen Datentyp ausgewählt habt. Es sind einfach mehr als nur eins drin. Und ja, wir können sozusagen mehrere da reinpacken. Mit Add können wir einen neuen String hineinfügen. So, und das ist jetzt eine komische Variante von diesem Ding. Sieht irgendwie seltsam aus. Warum hat die jetzt so ein seltsames, warum sieht die so komisch aus? Das liegt daran, dass wir hier nicht nur sagen, wir wollen einen String in ein Array einfügen. Nein, das ist eine Methode, die benutzt eine Wildcard. Was ist jetzt auch wiederum eine Wildcard? Eine Wildcard, ihr seht es, wenn ich den String hier nicht mehr verknüpfe, dann haben wir hier nur noch das Graue. Eine Wildcard bedeutet, ihr könnt hier jede Art Array reinstopfen. Das heißt, ihr könnt hier einen String-Array reinstopfen, ihr könnt einen Integer-Array reinstopfen. Normalerweise sind die Typen hier nicht kompatibel, aber im Fall von diesen Array-spezifischen Variablen passt das alles. Das bedeutet einfach nur, wir haben jetzt hier speziell für Strings die Funktion, wir stopfen einen String rein. Und New Item, String by Reference oder auch ein normaler String, wir können hier auch einfach was eingeben. Wir sagen jetzt einfach mal hier, wir geben Hans ein und das wird jetzt sozusagen hier eingefügt. Hier brauchen wir dann natürlich noch irgendwas, was hier was ausgibt. Wir nehmen einfach mal das Ding wieder. So, wenn wir jetzt also E drücken, dann wird hier ein String namens Hans in unser Array reingeschrieben. Das ist jetzt
kein Setter, denn Setter sind irgendwie ein bisschen anders. Wir brauchen erstmal einen Getter davon und dann fügen wir in dieses Array was Neues hinzu. Was wir Neues hinzufügen, kommt entweder hier so rein, geht natürlich auch, oder wir geben es hier einfach hardcoded ein. Und danach Return Value Integer, das ist eigentlich bloß der Index. Also wir können uns das Ganze mal so vorstellen. Links steht Hans drin und dann ist schon wieder nichts da. Das Wichtige bei Arrays ist, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, Hans steht an der Stelle 0. Ihr könnt euch das so vorstellen wie so, wie Excel eigentlich im Prinzip. Wir fangen ganz links an, ganz links hat die Stelle 0. Und dann gehen wir 1 nach rechts, da ist dann die Stelle 1 und so weiter und so fort. Und wenn wir uns den String von links nach rechts aufbauen, fangen wir einfach bei 0 an. Das heißt, wenn wir Hans hier reinschreiben, dann steht hier erstmal nur der Hans drin und zwar an der 0. Stelle. Und das würde jetzt hier ausgegeben werden, also der Index von diesem neuen Item. Den brauchen wir aber nicht, mit dem arbeiten wir nicht weiter. Mit was wir allerdings auf jeden Fall weiterarbeiten wollen, ist das Event, denn wir müssen ja irgendwie auch die anderen Sachen triggern. So, und dieses Print-String, naja, das gibt jetzt aktuell einfach nur mal Hello aus, damit wir es mal ausprobieren können. Wir kompilieren das Ganze mal und spielen. So, und jetzt brauche ich hier mein anderes Fenster. Wir gehen zu der Türe hier und wenn wir E drücken, dann steht oben links in der Ecke, steht hier Hello. Ihr seht es wahrscheinlich, da wird die ganze Zeit Hello ausgegeben und meine Türe möchte jetzt hier aufgemacht werden. Aber nur, solange ich natürlich drauf bleibe. Aber mir geht es gerade eigentlich eher um das Hello. So, jetzt, wo ist unsere intelligente Türe hin? Hier. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier gerade Hello ausgegeben. Das hat übrigens hier nichts mit dem Array direkt zu tun. Das kann man einfach immer ausgeben. Also was wir hier ausgeben, steht hier hardcoded drin. Wir wollen jetzt allerdings hier von unserem Array den ersten oder zweiten Wert oder was auch immer ausgeben. Und dazu gehen wir her. Und jetzt brauchen wir erstmal wieder so einen Getter. Das heißt, nein. Wir wollen nicht den Datentyp ändern, wir wollen auch nicht den Namen ändern. Wir wollen hier das Ding jetzt reinziehen. So, Getter. Okay, und jetzt sagen wir hier, hey, die sind immer noch nicht kompatibel. Wir wollen jetzt einen einzelnen Wert davon rausziehen. Das heißt, wir benutzen Get. So, also wir gehen wieder unter Utilities und dann Array, speziell für Arrays angelegte Funktion. Und dann sehen wir hier unten ein Get. So, und mit diesem Get können wir uns jetzt mit auch noch einem Index, also der Index bedeutet, welches Element wollen wir? Ich habe euch gesagt, wir fangen bei 0 an zu zählen. Das heißt, wir geben das linkeste Element in unserem Array jetzt aus. Naja, und das liefert uns dann logischerweise einen String. Denn wir haben ja ein Array aus Strings. Also kriegen wir dann am Ende wieder einen String raus. Und der passt jetzt hier wunderbar rein. So, also das hier haben wir bloß gemacht, damit wir überhaupt mal ein Element in unserem Array drin haben. Das kann natürlich auch irgendwo völlig anders passieren. Das muss nicht durch E getriggert werden. Das kann zum Beispiel durch ein F getriggert werden oder was auch immer. Ist völlig egal. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir wollen jetzt das 0. Element, also sprich eigentlich, wenn man so logisch-menschlich nachdenkt und bei 1 anfängt zu zählen, das erste Element. Aber man fängt in der Informatik oder beim Programmieren immer mit 0 an zu zählen, weil ist halt so. PCs tun das leider auch. Und ja, deswegen sagen wir hier, wir wollen das 0. Element ausgeben. So, und wenn wir das jetzt kompilieren und dann auf Play drücken hier, dann gehen wir mal hier rüber und dann sehen wir hier, es wird Hans ausgegeben. Wunderbar. Jetzt haben wir immer noch nicht mehr erreicht, als einfach nur einen String auszugeben. Das hatten wir ja schon mehr als einmal getan. Eigentlich nicht, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Wir hatten eigentlich hier nur mega viel Aufwand. Das Tolle ist, wir können jetzt hier natürlich auch noch sagen, hey, wir wollen noch mehr Items hinzufügen. Das heißt, in unserem Array sind nachher mehr als ein Item drin. Und ja, wir können hier sagen, hey, ich hätte ganz gerne in meinem Array 100 Items drin. Ich hätte zum Beispiel gerne alle Namen von allen Spielern drin, die da gerade online sind oder sowas. Und wenn wir dann einen Spieler sehen, dann geben wir genau den Spieler aus. Oder wir geben, wenn wir Tab drücken, die Namen aller Spieler aus und ihre Stats oder sowas. Und dann haben wir hier ein Array aus Spielern. Dazu werden wir noch irgendwann mal kommen. Aber auf jeden Fall nicht mehr ein String-Array nur. Aber wir brauchen dann auch eine Möglichkeit, durch dieses komplette Array durchzulaufen, das eventuell mehr als ein Element hat. Denn hiermit geben wir ja immer nur ein Element aus. Und wir müssen vorher reinschreiben, welches Element wir haben wollen. Oder wir müssen es durch einen Integer klar machen. Dazu gibt es auch wunderbare Taktiken, die ich euch dann in den kommenden Videos irgendwann mal zeigen werde. Jetzt, im nächsten Video, geht es erstmal noch ein bisschen weiter, um irgendwas Cooles auch mit diesen Arrays in der Hand zu haben. Gut, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!